Atoms fall apart. Solar flares arrive. Was hat der Stanley Cup, die DEL und Katzen mit unseren Huskies zu tun? Dazu jetzt mehr. Herzlich willkommen bei der heutigen Sendung. Heute habe ich für euch eine Herzensangelegenheit. Ich erzähle euch heute krasse und unglaubliche Fakten über die Kassel Huskies. Viel Spaß! Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Kassel Huskies im Laufe ihrer Geschichte schon viermal ihren Namen änderten? Als erstes war es der ESG Kassel, daraufhin der EC Kassel, dann folgten die Kassel Huskies und seit 2010, so wie wir sie kennen, ist es der EC Kassel Huskies. Vier Rückennummern wurden zu Ehren der Spieler gesperrt und seitdem nicht mehr in Kassel vergeben. Auch deutsche Nationalspieler spielten schon bei den Kassel Huskies. Ob es Daniel Kreuzer war oder, auf den wir ganz besonders stolz sind, unser Nachwuchsspieler Manuel Klinge. Was hat der Stanley Cup mit unseren Huskies zu tun? Im Jahr 1997 wurde der Stanley Cup-Sieger Paul Di Pietro von den Kassel Huskies verpflichtet. Seit der Vereinsgründung am 19. Februar 1977 existiert die Eissporthalle. Die von der Familie Kim konzipierte Spielstätte ermöglichte es, von Anfang an 3000 Zuschauern die Spiele zu verfolgen. Im Jahr 1995 wurde die Halle umgebaut und die Zuschauerkapazität wurde auf 6100 Zuschauer erhöht. Im Jahr 2021 wurde die Halle modernisiert und digitalisiert. Wir bekamen eine neue Flexbande mit Stoßdämpfern, neue Sitze, eine VIP-Loge mit LED-Leistenstrang und natürlich der Videowürfel. Die Kasseler Eissporthalle trägt in ganz Deutschland einen Kultstatus, da die Kassel Huskies schon den großen Teams das Fürchten lernten. Wusstet ihr, dass der Videowürfel im zweiten Spiel von einem Puck getroffen wurde und der erste Bildschirm ausgeschaltet wurde? In der Eissporthalle haben wir keine Südtribüne oder keine Südkurve. Wir haben den Heuboden. Und die besten Fans der Welt. Der Spitzname der Kassel Huskies ist Schlittenhunde. Daraufhin hat die Presse sich den Namen überlegt für die Eissporthalle Zwinger. Was hat die DEL mit den Kassel Huskies zu tun? Tja, 1994 gehörten die Kassel Huskies zu den Gründungsmitgliedern. Als die Deutsche Eishockeyliga gegründet wurde, wurde ein Konzept der NHL übernommen. Und somit kamen auch die Tiere zu dem Eissport nach Deutschland. Das Erkennungsmerkmal unserer Huskies ist natürlich der sibirische Husky. Er dient dem Werbezweck und seit 2015 ist es unser Herkules. Unser Herkules unterhält das Publikum und übergibt Auszeichnungen und Ehrungen. Im Jahr 2010 stellten die Kassel Huskies einen Insolvenzantrag und uns wurde die Lizenz für den Spielbetrieb entzogen. Daraufhin spielte die Amateurmannschaft des Stammvereins
unter dem Namen Kassel Huskies in der Hessenliga weiter. Wisst ihr, was bis jetzt unsere größten Erfolge waren? Dann schreibt es doch mal unten in die Kommentare. Aber abgesehen, dass wir schon EEL2-Meister wurden oder Oberligameister, 1997 wurden wir Vizemeister der Deutschen Eishockeyliga. Des Weiteren wurden wir im gleichen Jahr Vize-Pokalsieger. Im Folgejahr spielten wir das erste Mal international. Leider sind wir ausgeschieden, aber dennoch feierten uns 10.000 Fans am Rathaus in Kassel. Wusstet ihr, dass die Kassel Husky GmbH gar keine Lizenz für die DEL hat, sondern sie spielen mit der Lizenz der Eishockey-Jugend Kassel? In dem Spieljahr 1987 und 88 entschloss sich der Verein, aus der zweiten Bundesliga in die Oberliga zurückzuziehen, da die Kosten in der zweiten Bundesliga zu intensiv wurden und man freiwillig abstieg. Im Jahr 2005 mussten die Kassel Huskies ihr Logo entfernen, da man vergessen hatte, es als Marke einzutragen. Und ein schottischer Hersteller hat es als Marke geschützt und eingetragen. Im Jahr 2007 bekamen die Huskies ihre eigene Lok. Die TX Logistik wurde bereitgestellt, um die Fans nach Landshut oder andere Standorte zu bringen. Was haben unsere Huskies mit Katzen zu tun? Ja genau, die Frauenmannschaft. Die Frauenmannschaft, die Ice Cats Kassel. Im Jahr 2005 stiegen wir eigentlich sportlich ab gegen die Grizzly Adams Wolfsburg. Diese haben aber keine Lizenz bekommen für die DEL, deswegen blieben wir noch in der DEL. Mein Fazit für heute ist, die Kassel Huskies gehören in die DEL. Jetzt habe ich für euch eine kleine Kassel Huskies Werbung. Bis gleich! Wir können's kaum erwarten, lass die Huskies raus und geht's dann endlich los. Und die Huskies treiben an, hinter der Mannschaft stehen die Fans wie ein Mann. Doch eins ist sicher, das wissen wir alle, als Sieger verlässt ihr kein Gegner diese Halle. Denn Huskies geben niemals auf, sie fighten bis zuletzt. Und legen noch ein drauf, die besten Fans der Liga treffen sich hier alle und schießen auf die Huskies, alle aus der Halle. Denn Huskies geben niemals auf, sie fighten bis zuletzt und legen noch ein drauf, die besten Fans der Liga treffen sich hier alle und schießen auf die Huskies, alle aus der Halle. Und
noch ein drauf. Die besten Fans der Liga treffen sich hier alle. Drum schießen auch die Huskies alle aus der Halle. Denn Huskies geben niemals auf. Sie fighten bis zum letzten und legen noch ein drauf. Die besten Fans der Liga treffen sich hier alle. Drum schießen auch die Huskies alle aus der Halle. Denn Huskies geben niemals auf. Sie fighten bis zuletzt und legen noch ein drauf. Die besten Fans der Liga treffen sich hier alle. Drum schießen auch die Huskies alle aus der Halle. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Video wieder ein bisschen schockieren. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet ein bis zum nächsten Mal. Und ich habe die Informationen von Wikipedia. Dementsprechend kann es auch abweichen oder nicht stimmen. Lest es einfach bei Wikipedia nach.